Ja, weiter geht's mit der ollen Rappelkiste. Krimskrams in diesem Falle. Das erste, was mir jetzt einfällt, weil die Kamera so schön steht, da unten steht eine, steckt eine Toshiba SD-Karte mit WLAN drin. Sowas habe ich vor einiger Zeit auch zum ersten Mal gesehen. Es gibt also wirklich SD-Karten, die eine eigene WLAN-Verbindung haben, sind sogar bezahlbar. Ich glaube, es sind 8 GB, kostet um die 20 Euro und erspart einem das ewige Raus und Rein mit den Karten. Ich kann jetzt direkt vom PC den Kram einfach direkt auf die Karte knallen und fertig ist. Das ist eine feine Sache. Wie es genau geht, da gibt es die sowieso gut bekannte Homepage über den CTC 3D-Drucker. Ich hänge den Link nochmal unten dran. Ich habe jetzt also noch eine ganze Weile gebastelt, bis das endlich funktioniert hat. Im Grunde ist es ganz simpel. Warum es nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Jedenfalls jetzt geht es. Ein entscheidender Punkt zu sein, erstens, es muss sich mit dem Router irgendwie ein bisschen vertragen. Das heißt, unter den Router-Statistics kann man prima nachgucken, ob denn die Karte überhaupt erkannt wird. Also sprich bei den Wireless-Statistics, dann ist irgendwo die MAC-Adresse, taucht dann auf von dieser SD-Karte, die hinten drauf steht, übrigens die MAC-Adresse. Und dann muss man natürlich noch diesen, richtig, es funktioniert anscheinend auch nur, wenn es nicht sowieso vom Rechner angesprochen werden kann, da bin ich mir aber nicht sicher. Hauptsache es funktioniert hier drin. Und es ist ein Badge angegeben, also ein DOS-Badge. Ihr wisst vielleicht noch, was Dodge ist, heute heißt sowas Befehlszeile. Egal, wie dem auch sei, jedenfalls, wenn man den ausführt, dann erkennt Windows auch tatsächlich die Existenz der Karte und dann ist plötzlich alles ganz einfach. Also man muss wirklich mal ein bisschen durchlesen und den Kram tatsächlich benutzen, denn da ist dann haut's auch hin. Ist eine feine Sache, ich kann jetzt direkt vom PC den ganzen Kasper-Kram, die ganzen Änderungen immer gleich da reinschieben. Feine Sache. Nächster Punkt, Glasplatte, Haarspray. Funktioniert geil. Ich muss dazu noch sagen, dass erst seit ich die Glasplatte habe, kann man also sagen, dass wirklich jeder Druck was wird. Die Funktioniert-Quote liegt bei knapp 100%. Also wirklich, wenn es einmal richtig eingelevelt ist, und da muss man ja leider sagen, bis man die Glasplatte genau so hat, dass es genau passt, es braucht seine Zeit. Aber wenn man es dann irgendwann mal geschafft hat, braucht man auch tatsächlich nichts mehr dran zu tun. Die kleinen Höhenunterschiede, die man durch verschieden dickes Crepe oben drauf hat, die fallen weg und mit der Glasplatte ist Haut immer hin. Und mit Haarspray muss ich sagen, ich habe es noch nicht genau raus. Oh, jetzt klingelt es an der Tür, war ja irgendwie klar. Sekunde. Falsch verbunden an der Haustür, das muss einem erstmal jemand nachmachen. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo ich stehen geblieben war. Es war irgendwas mit Glasplatte. Ich nehme mal an, ach richtig, die Haarspray-Geschichte. Ich war mir nicht ganz im Klaren, muss man das jedes Mal jetzt besprühen und dann trocknen lassen und dann kann man das nächste drucken oder so. Bis jetzt ist meine Erfahrung, einmal einsprühen, viel, viel drucken. Wenn die Platte auf 65 Grad hochgeheizt ist, kann man das Zeug sowieso wieder verreiben, wenn einem danach ist. Das Zeug sitzt richtig fest, solange es warm ist. Und wenn es abkühlt, springt es fast von selber ab. Also man kann es einfach so abstreichen. Ich habe noch nicht viel damit gedruckt. Eine Menge Kleinkram, ein bisschen was Größeres. Funktioniert 1A. Also dieser Haarspray-Tipp ist toll. Und ich werde das jetzt mal im Auge behalten. Ja, was kann man noch sagen? Ich drehe jetzt mal die Kamera ein bisschen höher, weil jetzt geht es oben drauf. Ist gerade fertig, wie schön. So, könnt ihr bestimmt was oben sehen, ne? Naja, geht so. Könnt besser sein. Ich heb euch mal kurz hoch, damit ihr ein bisschen was seht. So, hier sind welche von den zahllosen Spoolholdern mit Kugellagern unten drinnen dabei. Hier ist einfach nur ein Pfosten und hier ist irgendwas rundglattes mit Schraube in der Mitte. So, jetzt hole ich euch wieder runter. Ja, ja, ne? So, das lieben die Leute an mir, dass ich sie nicht wieder runterhole. So, drehen wir mal am Rad drehen hier, das tue ich auch öfter mal. So, na, ein bisschen gehen noch. So, warum? Wieso? Warum? Ich habe doch vorher so einen schönen Querbalken hinten gehabt. Das war nervig. Das war deswegen total nervig, weil natürlich waren immer die falschen Formen, falschen Farben auf diesem Stab drauf. Das heißt, da ging dieses Rollentetris los. Mit einer Hand die Stange hochhalten, mit der zweiten die alte Spule abnehmen und mit der dritten die neue drauf tun. Das fand ich auf Dauer blöd und mich hat der Geniestreich getroffen, dass man tatsächlich in aller Regel mit nur einer Spule zur Zeit druckt. Also braucht eigentlich nur eine Spule zur Zeit drauf sein.
So, also habe ich mir diese die Spoolholder gedruckt. Davon gibt es jetzt zig verschiedene mit Kugellagern. Das ist also jetzt hier alles kugelgelagert. Funktioniert ganz wunderfein. Hat nur einen Nachteil. Ich habe das oben drauf verschraubt, damit sie einem nicht wegrutschen. Und das heißt, es ist nur für eine Spulengröße. Prompt kriege ich eine zweite Spulengröße ins Haus. Da habe ich dann festgestellt, ich habe hier noch so einen zweiten Kugellager-Dings mit leicht verstellbar, aber ist alles Kappeskram. Das Einfachste ist wirklich, man druckt sich so einen senkrechten Spulenhalter, also einfach nur so einen Pfosten im Grunde, den man auf dem Brett festschraubt, legt das Ding drauf und Plastik auf Plastik rutscht wunderbar, funktioniert. Hier vorne ist noch so ein Filament-Guide. Das ist nichts anderes als ein Plastikwinkel mit drei Ösen vorne dran. Funktioniert super. Ich meine, was soll da auch schief gehen? Man kann auch diese Spule so rum hier auf den rostigen Nagel legen, wollte ich gerade sagen. Dieses Ding, das Weiße, was ihr eben gesehen habt, da müsst ihr jetzt leider zurückspulen. Seht ihr mich überhaupt noch hier im Bild? Eigentlich nicht. Da versuchen wir das doch mal so. GoPro in komischen Dings da. Egal. Also, normalerweise stellt man das hier drauf auf diese beiden Halbwalzen und dann soll sich das drehen. Das tut's auch, nur es ist so schmal, dass es unweigerlich runterfällt. Dann habe ich übergangsweise einfach erstmal eine fette Schraube in die Mitte gedreht, das Ding so drauf gepatscht und dank der Ösen hier geht's ja trotzdem. Und das rutscht wunderbar, also auch das funktioniert. Na, dank der Schraube kann es ja nicht runterfallen, aber auf Dauer ist das auch nichts. Also habe ich mir hier einen senkrechten Spulenhalter gemacht und habe das so gemacht. Der senkrechte Spulenhalter hat noch einen anderen Zweck. So, jetzt versuche ich euch mal wieder gerade zu kriegen hier. Auf und nieder immer wieder. Egal. Man macht ja diese Videos nicht wegen der Schönheit. Ich bin auch so schön. Und zwar wegen dem hier. Reste. Man hat immer irgendwie Reste. So die letzten paar Zentimeter auf einer Spule, die aber schon nicht mehr rechtfertigen, dass man überhaupt noch eine Spule besitzt. Beziehungsweise, dass sie Platz wegnehmen darf. Und die kann man nämlich auch einfach da oben drüber hängen und dank dieser Ösen hier, dieser Filamentguides, das einfach runterfahren. Jetzt ist hier gerade zufällig was fertig geworden. Das ist natürlich fein. Stelle ich euch gleich mal hier hin. So, das ist jetzt eine Kappe für eine, ja, wie nennt man das? Diese Silikonspritzen, diese Grease Gun. Und geht einfach so ab. Hätte ich das jetzt versucht, als das noch heiß ist, das Zeug, hätte es sehr viel besser gepappt. Wenn es ganz hart kommt, also wenn es super schmal ist und muss denn, ist ja richtig Gitterstruktur hier, und muss denn abgemacht werden, muss denn halten, also geht unterwegs kaputt oder so, dann muss man leider mal mit Raft drucken. Also das Zeug, was unten drunter noch ein Layer macht und einfach ein bisschen mehr Fläche gibt. Ja, was ist das hier? Das ist jetzt nichts anderes als, kann ich doch eigentlich mal auslösen, hier, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, bloß keine Zeit verschenken. Müsste mit PLA anfangen. Da. Das ist jetzt nichts anderes als eine Sammlung von Streifen. Mal gucken, ob ich ein paar davon. Das heißt, von jeder Spule, die mir so im Laufe der Zeit in die Hände fällt, drucke ich dann einfach von denen einen aus und mache mir dann so einen schönen, wie so einen Schlüsselring praktisch, so ein Sammelsurium, damit ich die Farben wirklich mal in Natura sehen kann, vergleichen kann. Vielleicht auch mal mit beim Material. Das Einzige, was ich jetzt wirklich doppelt habe, ist Silber. Also einmal in China und einmal in Qualität. Und dann kann ich auch mal vergleichen, gibt es da eigentlich irgendwelche Unterschiede, wenn ich schon mal dasselbe drucke. Hier habe ich wenigstens China draufgeschrieben, damit ich weiß, was was ist. Anhand der Farben werde ich es nämlich nicht erkennen. So, das war das, das war das. Irgendwelche umwerfenden Neuerungen, die mich unglaublich vorangebracht haben. Also den Umbau hier in nur einen Extruder, ich glaube, den habt ihr eh schon mal gesehen. Da ist jetzt nichts Besonderes dran. Ach, die Kabellage, ja, kann ich nochmal zeigen. Aber ich glaube, das habe ich eigentlich im letzten Video auch schon mal gemacht. So. Ja, ihr seht also die Kabellage, die ich da verbrochen habe, das ist eine Frechheit. Im Grunde sind halt irgendwelche Drähte, die ich auch durch irgendwelche anderen Drähte ersetzen könnte. Es funktioniert halt so, bis es irgendwann nicht mehr so funktioniert und dann muss ich neue Drähte machen und dann ist auch gut. Ja, 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 auch hier unten liegt immer drin so ein Knopf mit Riffelungen drauf und der passt genau unten drunter in diese Muttern vom Heatbed.
Ich habe ja vorhin gesagt, wie wichtig das ist, dass das alles ordentlich eingelevelt ist. Und man muss ja immer unten drunter fassen und serienmäßig sind das Flügel schrauben. Und das geht gar nicht. Und das Ding hier, das kann man einfach so aufsetzen, ein bisschen drehen, passt. Das ist wie so ein kleiner Schraubendreher für 8-Kant-Muttern. Also 6-Kant? 2, 4, 6. 6-Kant-Muttern. Ich lerne täglich dazu. Gut, das war's auch schon wieder. Muss ich sonst irgendwas noch erzählen? Nö. Nö. Eigentlich nicht. Ja Mensch, das ging ja schnell diesmal. Hoffentlich klingelt nicht gleich wieder einer. So, schönen Dank fürs Zulauschen. Hier könnt ihr übrigens mein fürchterlich langsames Display mal sehen. Damit ihr mal seht, mit was für Verzögerungen ich hier zu kämpfen habe. 21, 22, also ungefähr 2 Sekunden Lag. Das heißt, wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, um die Kamera zu stoppen, dann ist das praktisch 2 Sekunden früher zu Ende, als das Bild hier ankommt. Tun wir das doch mal. Danke fürs Zugucken. Ja, steht die Kamera schon, dann kann ich hier beweisen, wie schön das also auch mit Glas funktioniert. Ja, vielleicht kriege ich euch ein bisschen Licht dabei hier. Irgendwo war hier eine Kurve, so, dann müssen wir uns nach vorne neigen, so. Und dann kriegen wir hier möglicherweise. Ihr seid zu hoch, bückt euch mal. Da. Wollt ihr irgendwas sehen? Auf meinem Mini-Monitor mit Dauerverzögerung. Ja, nicht, naja. Ich kann es mal ein bisschen flacher versuchen, aller Winkel. Ja, sei es drum. Danke fürs Zugucken und tschüss. Und was ihr da schon immer wusstet, aber noch nie gesehen habt, hier auf meinem Computermonitor schön verwackelt, habe ich nebenher ein Fensterchen laufen und mit dem Fensterchen kann ich immer den Druck kontrollieren. Die Kamera ist dann oben am Drucker dran. Ja, das war's auch schon. Und weiter gucken.